Was wäre eine Hexalogie ohne die sechste Folge? Wir sind immer noch bei Andreas Kemper und Thilo Jung, die sich über Faschismus, die AfD, die Gusser Goldhandel, Markus Krall, Thorsten Polleit, Vera Lengsfeld, wen haben wir vergessen? Über diverse den Teufel, genau, religiös wollen wir auch schon unterhalten. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind seit 19 Uhr dran. Wir haben jetzt 3.48 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit. Ihr dürft euch gerne ausrechnen, wie lange wir schon an diesem Podcast sitzen. Und wir sind auf jeden Fall sehr erfreut, wenn ihr bei dieser sechsten Folge mit dabei seid. Falls ihr die anderen fünf Folgen noch nicht gehört habt, gönnt sie euch. Es ist sehr viel. Sind wir selber, also im Moment, wo wir sprechen, sind wir dann noch gespannt, aus welchem Grund könnte man ausgerechnet beim sechsten Podcast eingestiegen sein? Da muss jetzt ja, noch man weiß es nicht. Also ich hab eventuell vor, den einzelnen Folgen Titel zu geben, die die behandelten Themen beinhalten. Wenn wir wüssten, vielleicht, dass es die letzte Folge ist, aber wir wissen es ja nicht. Ich hoffe, dass es die letzte Folge ist. Wir haben jetzt noch, wie viele Minuten sind das? Noch 25 Minuten des Originalvideos. Das heißt, wir dürfen maximal 2 Minuten pro Originalvideo sprechen, um die dreifache Zeit zu haben. Sollen wir den jetzt einfach mal 5 Minuten labern lassen, ohne was zu sagen? Wir lassen den jetzt einfach mal 5 Minuten labern, ohne was zu sagen. Außer es geht einfach nicht anders. Achso, eigentlich muss ich dich ja auch noch vorstellen, ne? Das habe ich ja auch die letzten Episoden lang gemacht. Der Fabio, den habe ich mir hier eingeladen, der ist sehr versiert, was die Person betrifft, die in dem Video von Kemper und Jung besprochen werden, da er sie stellenweise persönlich kennt und hat eventuell andere Ansichten als Kemper, gerade weil er sie persönlich kennt und über ihre Gedankengänge etwas mehr weiß als Kemper, der einfach nur seinen Röntgenblick in das Hirn der Leute schweifen lässt. Seine rotgefärbte Röntgenbrille, ja. Genau, seine rotgefärbte Röntgenbrille. Gut, machen wir einfach mal weiter, ne? Wir waren, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gerade waren eigentlich. Ich auch nicht mehr so wirklich. Du warst bei einem Zitat von... Wo wir waren, bei weiß Münster. Ich schon noch. Wir waren bei Willy Münzenberg. Münzenberg, genau. Aber wo Herr Kemper jetzt gerade war, irgendwie bei Propaganda waren wir gerade. Ja, genau, Propaganda. Propaganda ist gut, weil die können wir einfach für uns nutzen. Wir münzen die einfach nur um. Ha! Es war jetzt mit Münzer irgendwie. Mhm. Wir sind die Meister. In Münzenberg. Also wir MLPD in dem Fall natürlich. Ja, eben. So, wir fangen jetzt einfach mal an, weil sonst werden wir nicht mehr fertig. Von wehenden Fahnen, die das Zentrum der Macht stürmen. So, und das Bild haben die. Der Reichstagssturm. Setze ich in den Köpfen fest. Und genau in die Richtung wollen die ja. Die wollen den Reichstag stürmen. Das war auch der Plan. Ich war ja auch vor Ort. Die haben das ganzen Abend so nebulös angekündigt. Ja, also heute genau. Oh Gott. Zur Klarstellung für diejenigen, die tatsächlich jetzt erst in der sechsten Folge hier mitten reinplatzen. Er meint jetzt nicht uns zum Beispiel jetzt, also hier wir zwei oder Dr. Krall, Pollert etc. Der Reichsbrand, da geht es jetzt wiederum um die Faschisten. Aber das Problem, er definiert das ja nie klar. Also irgendwie sind wir immer noch in einem Topf mit Höcke und Poggendorf und wie sie alle heißen. Und jetzt auch mit den Leuten, die den Reichstag gestürmt haben irgendwie. Ich weiß nicht, mit den Reichstagsstürmern. Was wir mit denen jetzt zu tun haben, aber... Ja, da sind wir gerade. Heute passiert noch was. Ja, genau. Da passiert noch was. Also aus einer reinen Macht, also aus einer reinen... Wenn man das jetzt genau betrachtet, okay, die haben überhaupt nichts geschafft. Ne? Also die haben, das war sowieso Wochenende, da war ja gar keiner drin. Mhm. Ne? Das heißt, und die sind selbst vor den drei Polizisten, da haben sie es nicht geschafft, die zu überrennen. Aber das Bild. Sie haben es nicht versucht, sie zu überrennen. Hat er die gleichen Videos gesehen wie ich? Also, ach Gott. Also, Reichstagssturm, da können wir auch eine ganze Folge Podcast von machen. Also.
Da habe ich relativ wenig dazu zu sagen, aber. Ja. Also ich meine, ich war ja auf der Demo und diese Reichstagssturm-Geschichte ja, war ja auch eine andere Demo und nicht die Querdenker-Demo. Das war eine separate Demo. Und diese Leute, die da den Reichstag gestürmt haben, da gibt es ja unzählige Videos, die sogar dabei waren, die mit hochgerannt sind und währenddessen gefilmt haben. Und keiner hat versucht, die Kopf, drei... Der da irgendwie mit seinem Schlagstock da so rumwedelt. Ja, genau. Ja, aber keiner hat versucht, die Polizisten zu überwinden. Keiner. Das war auch, also selbst wenn es drei Leute gewesen wären, da stand einer vor der Haupteingangstür und drei Leute hätten ihn überwältigt. Also es hat wirklich keiner versucht. Die meisten Leute standen da oben und sagen, ey, nee, wir keine Gewalt, wir setzen uns nur hier hin, bla bla bla. Und keiner hat wirklich versucht, dieses Gebäude zu stürmen. Also ja, ich habe ja ganz am Anfang unseres Abenteuers hier Podcast, der unendliche Podcast, ja. Mal gemeint, dass ich ja eigentlich einen sehr positiven Eindruck hatte. Ich habe das halt irgendwie so aus der Brille gesehen. Ich habe mir vorgestellt, so, okay, ich habe jetzt von den ganzen Sachen einfach gar nichts mitbekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Videos gesehen hätte von diesem ominösen Reichsbrandsturm, sage ich schon, dann hätte ich mir das Wunder was. Weil er meint ja, das sei irgendwie propagandistisch so. Ich meine, so ein Erfolg der Rechten. Ja. Ich habe keine Ahnung, welche Rechte feiern denn jetzt gerade die Helden vom Reichstagssturm, wovon redet der überhaupt? Aber er dichtet sich das halt eben so zusammen, weil er hat es ja zum Beruf erkoren. Nämlich hier, ja, im Grunde genommen sind es tatsächlich Verschwörungstheorien im negativen Sinne. Selbst die Tante, die dann irgendwie geschrien hat, Trump ist in der Botschaft, wir müssen jetzt alle darauf. Die war nachher noch bei Kompakt TV, war die im Interview mit Jürgen Elsässer und die sind eigentlich miteinander übereingekommen, dass es eigentlich keine geile Aktion war und dass es selbst denen ihrer Bewegung, die ja nicht die Querdenkenbewegung ist, selbst denen nicht gut getan hat und dass das keine coole Nummer war. Also zu sagen, ist der Trump irgendwo da ist oder was? Nee, da hochzurennen. Ach so, ja, ich kenne überhaupt niemanden. Also, ich frage mich eh, wo kamen diese ganzen Reichsfahnen daher und so, aber. Ja, die ganzen Reichsfahnen, die da waren, das waren vielleicht 5 insgesamt oder so. Oder, keine Ahnung, lass es 10 Leute gewesen sein, die da irgendwie so eine Reichsfahne herumgetragen haben. Und also auf der Querdenken-Demo waren die sowieso nicht. Am Anfang haben wir die da gesehen, die saßen da irgendwo an der Siegessäule rum. Waren dann aber auch ganz schnell weg. Also eine türkische Fahne? Eine türkische Fahne war auch dabei, ja. Und also bei diesem Reichstagssturm, da war halt alles dabei. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn da auch so eine LGBTQ-Fahne dabei gewesen wäre. Also und wie gesagt, es war eine andere Demo, es war nicht die Querdenken-Demo und es wird jetzt wieder in einen Topf geworfen und der tut so, als ob das Ziel wäre, den Reichstag zu stürmen und die haben es ja nicht geschafft, die drei Polizisten zu überwältigen. Guck mal, diese Loser. Nee, die haben es gar nicht versucht. Also Am selben Tag wie die Demo, wo die MLPD ja auch vor Ort war, oder? Ja, richtig. Wie gesagt, ich war ja vor Ort mit MLPD Göttingen und dem Philosoph, der keinen MLPD-Account hat, glaube ich, aber für uns arbeitet. Also, wenn ich ihn denn jetzt mal beauftrage, etwas einzusprechen, dann würde er für uns arbeiten. Aber, okay. Ja. Und der Generalsekretär war ja auch da. Stimmt, der Generalsekretär des Dezentralkomitees, Paschka, ja, war auch da. Ja. Also, ich meine, ja, so hätten wir es nicht liegen sollen hier eigentlich. Nachher kommt noch raus, dass wir das alles organisiert haben. Nee, dass wir es organisiert haben. Nee. Nee, hier mit Paschka, Dezentralkomitee und so, das ist ja bekannt. Also, es ist ja sogar sein Twitter-Profil. Und unser erstes Video auf diesem Kanal war von Paschka, wo er die MLPD vorgestellt hat. Also, ja. Also auch wir nach Kemper müssten wir uns jetzt ja eigentlich unserer Schuld bekennen oder so, ne? Weil wir eigentlich ja, weil wir waren ja auf jeden Fall dabei und das heißt, wir haben mit ihnen paktiert.
Genau, obwohl, obwohl drei der vier MLPD-Leute, die da waren, schon auf der Heimreise waren, als der Reichstagssturm passierte. Also, ja, also war praktisch nur der rechtspopulistische Flügel der MLPD war noch überhaupt noch da. Der Paschka, genau. So. Nee, nee. Also. Keine Ahnung. Wie sich, aber wie gesagt, da kann man sich wieder drei Stunden drüber unterhalten. Wir gucken einfach mal weiter, sonst schaffen wir es nicht mehr. Bild ist wichtig. Und dieses, bei dem Bild sind die erfolgreich. Und dieses Bild ist ein. Ach, wir sind noch bei den Bildern. Ja. Und, weil das, die Bilder wirkmächtig sind. Die arbeiten in den Köpfen weiter. Und das ist ein kleiner Mythos, den die jetzt haben. Hast du Attila Hildmann mal zugehört? Ja, klar, kommt man ja nicht drum herum. Ja, und auch da wieder der Teufelsglaube. Auch da wieder dieser Satan. Ne, diese auf der Museumsinsel, diese zerstörten Skulpturen. Mhm. Ne, das, wo er dazu aufgerufen hat, die zu zerstören oder die dass da eben das Böse sitzt, dass da Teufelsanbetung stattfinden oder sowas. Ne, auch ich glaube, bei Hildmann werden die ihm nicht widersprechen. Satanismus. Zu Hildmann sage ich jetzt nichts. Es gibt von Ernst Bloch, das ist ja mein Lieblingsphilosoph, der hat kritisiert, dass beim Atheismus versäumt wurde, auch neben dem Atheismus einen Asatanismus zu entwickeln. Hm. Und mit Atheismus ist dann gemeint, nicht einfach nur, dass es nicht Gott gibt, sondern mit Atheismus ist gemeint, das Gute müssen wir selber schaffen. Ja, es gibt nicht Gott, der das Gute für uns schafft, sondern wir müssen selber das Gute schaffen. Mhm. Beim Asatanismus ist es dann quasi äquivalent, dass dann gesagt wird, dass, das Böse kommt nicht vom Teufel, sondern das Böse, kommt aus uns. Herausfinden, wo das Böse tatsächlich herkommt. Wir müssen benennen, wo kommt das Böse in die, wie kommt das Böse in die Gesellschaft? Ich sage was es ist das aus Böse? Individuen. Was macht uns böse? Und also kritische Theorien zu entwerfen und psychologisch das zu erklären. Und das fehlt auch so ein bisschen. Da kommt dann eben der verkörperte Teufel mit rein. Und der ist dann halt wichtig für solche Leute wie Hildmann, aber auch für Krall und für Oldenburg. Oh, und so jetzt werden sie wieder alle in einen Topf geworfen. Er hat doch gerade ging es ihm doch darum, zu erklären hier seine eigene Theorie, dass die also, oder bin ich jetzt langsam... Die mit den Bildern arbeiten, Theorie, da sind wir doch eigentlich noch. Nee. Kannst du da, weil, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, springt er da jetzt gerade in dem Punkt und eigentlich versucht er... Ja, er geht irgendwo anders hin, ja. Sein Lieblingsphilosoph, Hans Bloch, habe ich mich nie intensiv damit beschäftigt, aber der Name sagt mir halt was und einen Wikipedia-Artikel kann man ja mal lesen, ist schon in der Einleitung. Ernst Bloch war ein deutscher Philosoph. Bloch stellte sich in die Tradition der Schriften von Karl Marx und wird heute es ist Wikipedia Deutsch, ja, also ich lese hier gerade und wird heute dem Neomarxismus zugeordnet. Weißt du, einfach mal Peng. Aber also was er da anspricht, der Bloch, ja, wenn das dann sein Lieblingsphilosoph ist, wird es der Kemper schon wissen. Hier, wo von wegen, ja, wir haben jetzt Gott abgeschafft, aber wir müssen jetzt irgendwie das Gute, also auch irgendwie in uns selbst. So, das war eben gerade der Kontext. Und ja, da habe ich jetzt gerade auf Pause gedrückt. Mhm. Und ich würde vorschlagen, vielleicht hören wir uns das ganz kurz nochmal an, weil das ist ja schon wichtig zu verstehen, ist, von wem er da jetzt redet. Ja. Weil er ist ja gesprungen, er wirft ja erst dem Krall dann wieder irgendwie Teufelsglauben. Ja, ich gehe nochmal eine Minute zurück oder so, ungefähr. Selber schaffen. Ja, es gibt nicht Gott, der das Gute für uns. Wir müssen noch ein bisschen weiter zurück. Oh Gott, das war, glaube ich, zu viel, aber. Versuchen wir es ab hier. Zu zerstören oder die, dass da eben das Böse sitzt, dass da Teufelsanbetungen stattfinden oder sowas. Ja, auch da wieder dieser Satanismus. Also das ist, es gibt von Ernst Bloch, das ist ja mein Lieblingsphilosoph, der hat kritisiert, dass beim Atheismus versäumt wurde, auch neben dem Atheismus einen Asatanismus zu entwickeln. Hm. Und mit Atheismus ist dann gemeint, sollte man tun. Nicht einfach nur, dass es nicht Gott gibt, sondern mit Atheismus ist gemeint, das Gute müssen wir selber schaffen.
Ja, es gibt nicht Gott, der das Gute für uns schafft, sondern wir müssen selber das Gute schaffen. Mhm. Beim Asatanismus ist es dann quasi äquivalent, dass dann gesagt wird, dass, das Böse kommt nicht vom Teufel, sondern das Böse, wir müssen herausfinden, wo das Böse tatsächlich herkommt. Ja, wir müssen benennen, wo. Also Sie selber. Verstehst du, was Sie meinen? Ja, ja, also mir kam jetzt gerade in den Kopf, so als Gedanke, also wir, also wenn es keinen Gott gibt, müssen wir Gott sein. Und wir müssen bestimmen, was jetzt das Richtige ist und was das Gute ist. Das ja, würde ich da jetzt rein interpretieren, so. Mir geht es im Moment gerade nur mal darum, dass wir klarstellen, was er da überhaupt genau sagt. Mhm. Hat eigentlich jetzt auch gerade versucht, aber. Naja, du hast deine Meinung zu der Frage wiedergegeben. Nee, das war meine Interpretation, was er denkt. Dass wir dafür sorgen müssen, wenn es keinen Gott gibt, dass wir Gott sind, dass wir festlegen müssen, was gut und was schlecht ist. Wir meint er grundsätzlich universell, aber er ist auch der Meinung, dass halt nur wir, die kritischen Theoretiker marxistischer Prägung, genau uns diese Gedanken auf die richtige Art und Weise machen. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, genau. Ja, das meine ich auch damit. Also, nicht wir im Sinne von das Volk oder die Menschen oder so, sondern wir im Sinne von wir marxistischen Denker, wie du schon. Ja, und er sagt eben gerade, dass, also er beruft, das ist wie gesagt mein Verständnis, also dass der Bloch es so gesagt hätte, ja, okay, also Atheist, Gott ist jetzt weg, und Gut und Böse kommt also nicht von Gott, sondern müssen wir selber schaffen, beziehungsweise beim Bösen, sagt er ja gerade, müssen wir selber erforschen, wo das Böse denn jetzt herkommt. Mhm. Und das ist genau dieses, also Sie stellen sich auf die Position, also Sie sind schon mal sicher nicht böse, und Sie machen sich jetzt auf die Suche nach dem Bösen. Also eigentlich ja, ein ziemlich religiöses Unterfangen, ja. Also ja, das, ja, genau. Ja, das meine ich ja. So, es gibt keinen Gott und deswegen müssen wir jetzt irgendwie eine Art Ersatz schaffen, und das aber genauso religiös ist wie Gott. Also, genau, dann war der Pausendruck ja vielleicht doch sinnvoll, weil er ist ja er erzählt eigentlich gerade, dass sie selber irgendwie nach Gut und Böse, was ich meine, es geht ja los mit dem Geist, total mythologisch und schwammig, aber er sagt es von seiner eigenen Schule, von seinem Lieblingsphilosophen, und springt dann aber irgendwie einfach so ansatzlos, sind wir dann wieder beim Karl und seinen Evangelien Karling. Ja. Hören wir mal weiter zu. Ja, genau. Wo kommt das Böse in die, wie kommt das Böse in die Gesellschaft? Ja. Was ist das Böse? Was macht uns böse? Und das untersuchen die? Kritische Theorien zu entwerfen und psychologisch das zu erklären. Und das fehlt auch so ein bisschen. Da kommt dann eben der verkörperte Teufel mit rein. Und der ist dann halt wichtig für solche Leute wie Hildmann, aber auch für Krall und für Oldenburg und so weiter, die dann von dem Bösen an sich sprechen. Gibt es immer eine Frage von Juna, die fragt, sollte man mit Rechten reden? Ja, wobei die alle andere Definitionen von dem Bösen haben. So, Krall würde jetzt sagen, vielleicht der Staat ist das Böse oder der Sozialismus ist das Böse. Hildmann würde sagen, exakt die Personen, die gerade in der Regierung sind, sind das Böse. Ja, beziehungsweise der Krall wäre ganz besonders. Bei Krall würde ich ja noch eher sagen, dass der sagt, der Staat ist das Böse, aber bei Hildmann würde ich sagen, er sagt, die Regierung Hildmann ist das Böse. Hildmann, wir sind ja gerade. Okay. Ich dachte, ich weiß gerade bei Kemper, was der sagen würde und so. Er schmeißt halt alles durcheinander so wieder. Ja. Und obwohl alle drei Personen, die er genannt hat, irgendwie andere Ansichten haben, sind sie aber alle irgendwie aus seiner Sicht das Böse, was jetzt bestimmen will, was das Böse ist. Irgendwie ist es. Anstrengend. Ja, es ist so eine Schwurbelei, wo man dann von einem zum anderen kommt, was aber nichts miteinander zu tun hat. Und mit einer erstaunlichen, also eigentlich, wie gesagt, also aus agnostischer Sicht, mit einer geradezu religiösen Gewissheit auf der richtigen Spur zu sein. Ja, genau, ja. Also frei von irgendwelchen. Also, wie gesagt, die marxistischen Denker ersetzen Gott halt. Ne? Und
Damit wird es wiederum religiös. Psychologisiert, sagt ja gerade selber hier, psychologisch sei es wichtig, das zu analysieren, wo kommt das Böse her? Und wenn du dir die Literatur mal ein bisschen so anschaust, so die er da zitiert, Gentile und so weiter, ich glaube, Gentile kommt erst noch, die beschäftigen sich ja wirklich so mit diesem Geist und hier in palingenetischer Ultranationalismus und die ganze Terminologie, die verklären das ja wirklich ins, ich meine, da kommt ja auch der Ausdruck her, dämonisieren. Ja, genau, ja. Selbst ein weltlicher Atheist findet wahrscheinlich kein besseres Wort als dämonisieren. Obwohl, eigentlich stimmt. Also Dämonen sollte ja eigentlich nur Hokuspokus sein für einen Atheisten oder für einen reinen Materialisten. Ja. Aber trotz allem beschreibt das Wort ganz gut, was es genau beschreiben soll eben. Ich könnte zu dem Thema Dämonen jetzt wieder einen Exkurs machen mit Dostojewski und so weiter und so fort. Aber vielleicht verschieben wir das auf einen anderen Podcast. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht haben wir noch... Ja, vielleicht haben wir ja noch Folge 7. Vielleicht haben wir auch gelogen, dass es die letzte Folge ist. Vielleicht habe ich auch in den letzten 3 Minuten... Lassen wir mal weiterreden. Können wir auch öffentlich so diskreditieren? Also zum Beispiel Krall, Hildmann, sollte ich den hier in die Sendung einladen? Ja, auf jeden Fall. Da muss man unterscheiden. Also was ich völlig daneben finde, sind Talkshows mit den Rechten. Weil Talkshows, das heißt ja schon Show. Also die nicht klingen. Da geht es nicht darum. Es ist kein wissenschaftliches Seminar, wo dann Theorien auseinandergenommen werden, wo man die Leute dann vorführen. Kein Wissenschaft. Da beruft er sich jetzt wieder auf. Ja, mach du zuerst. Ein neomarxistischer Stuhlkreis ist es dann, ja, wo man sich gegenseitig irgendwie dann schämt nach irgendwelchen gerade aktuellen politisch korrekten Kategorien. Boah. Ey, die war dein unconscious bias Privileg, musst du jetzt mal checken, weil du halt, was weiß ich was, in welcher Gruppe gerade bist. Es ist einfach als Wissenschaft getarnte Agitpropaganda. Ich finde halt dieses Wort Show beziehen, finde ich, also er sagt ja Talkshow, es ist eine Show, im Sinne von, das ist nicht real, so mehr oder weniger. Und da wird halt keine Wissenschaft betrieben, sondern da machen halt Leute eine Schau. Ne? Aber genauso würde er sich jetzt dagegen wehren, wenn man sagt, das Wort Unterhaltung könnte man auch Unterhaltung aussprechen, also unten halten. Ich glaube, da würde er sich gegen aussprechen, dass man das Wort so interpretieren kann, dass Unterhaltung ein Runterhalten ist. Aber er macht halt genau dasselbe. Er sagt dann, ja, das ist ja eine Talkshow, also die ziehen da eine Nummer durch irgendwie und also ganz generell, also im richtigen Kontext, wenn es ins richtige Narrativ reinpasst, könnte der auch wiederum genau das Gegenteil sagen. Weil es ist ja, also genauso wie die Hautfarbe ja dann irgendwann, die Hautfarbe ist der Linken nur oberflächlich wichtig im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn die schwarze Person oder die farbige oder wie auch immer man das gerade nennt, die Person of Color sich die falsche Meinung hat, dann ist sie ja auch wieder nicht okay. Ja, dann geht's bis zu Joe Biden, wo er sagt, wenn du mich nicht wählst, dann bist du nicht schwarz, obwohl die Person ja, ganz okay, offensichtlich schwarz ist. Ne? Das ist eigentlich, also wenn der Trump sich sowas geleistet hätte, ich meine, das ist... Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn Linke sowas Rassistisches sagen, dann ist es okay. Nein, das ist schon irgendwie meta-rassistisch fast schon irgendwie. Du bist dann nicht mehr schwarz. Du denkst nicht schwarz, so als ob Schwarze irgendwie alle gleich denken oder so. Aber das ist halt wieder dieses Kollektivistische, was man bei den Linken findet. Ne? Alle Schwarzen müssen irgendwie gleich denken oder so. Polylogismus hat der Mises das genannt. Also im Grunde genommen, es ist nicht mal unwissenschaftlich, es ist eine Art Travestiewissenschaft, so als irgendwie, es ist als Wissenschaft getarntes
agitatorische Schwafelei eigentlich. Mhm, ja. Aber sehr erfolgreich, ja. Naja, und der gute Herr Kemper glaubt halt fest dran. Ja. Aber wir sind die Fanatiker. Aber, und wir sind die Gläubigen, ne? Also, wir sind ja. Genau. Wir berufen uns ja. Und was haben wir in der MLPD diese Bilder vom Reichstagssturm gefeiert? Haha. Ha, ha. Oh ja, oh ja, oh ja. So, und verhungernde Kinder, weil es nicht ökonomisch ist, die zu ernähren und so. Ja. Das feiern wir alles total. Die Frage ist, er ist ja schon einigermaßen fair, der Herr Kemper. Die Frage ist ja offen. Sind wir jetzt als Libertäre, wie ist unser Verhältnis zur Reichstagsfahne? Wissen wir das? Also, oder beziehungsweise, was meint der Kemper? Aus meiner Sicht, mein persönliches Verhältnis, also ich finde zum Beispiel die Golddeckung im Deutschen Reich fand ich schon ziemlich gut. Macht mich das jetzt bereits ja, aber findest du, wenn man jetzt eine Sache aus irgendeinem Etatismus vielleicht ganz gut findet, dass der gesamte Etatismus aus einem Reich... Ist die Reichsfahne, also ist die schlimmer als die DDR-Flagge zum Beispiel? Würde ich verneinen. Also ich würde sagen, die Reichsfahne ist weniger schlimm als die DDR-Fahne. Damit bist du jetzt mutmaßlich... Offiziell rechtsradikal, antisemitisch, sexistisch, klassistisch. Sexistisch auch. Ja, alles. Müsste man im Gespräch mit dem Experten klären, weil er ist ja der kritische Theoretiker, der jetzt noch fast eine halbe Stunde Zeit hat hier. Nee, ach, Quatsch, du nicht, Scheiße. Ja. Nee, 22 Minuten. Ziemlich genau. Wir schaffen das. Oh Gott. Diesen Spruch, den kann man auch nicht mehr bringen, ohne dass man direkt an Merkel drängt, ne? Egal. Okay. Da müssen wir durch. Und weil gerade die Rechten eben die Sprache nicht nutzen, um Probleme zu lösen, sondern die Sprachen nutzen, um eine Freund-Feind-Scheidung herzustellen. Was die Linken gar nicht machen. In Talkshows, vor allem Talkshows, wie wir die kennen, aus dem ARD und ZDF und aus dem Fernsehen. Da sind dann 5 Leute eingeladen und dann hat man immer nur ein paar Minuten Zeit und in diesen paar Minuten. Wie viele Worte hat er schon verwendet, um Freund-Feind-Beziehungen herzustellen? Also die ganze linke Weltbild basiert darauf auch. Es geht nicht darum, Probleme zu lösen, sondern geht es darum, zu sagen, hier, ich gehöre zu den Guten, ne? Und die anderen gehören zu den Bösen. Und das ist deswegen bei Talkshows auf gar keinen Fall. In Privaten finde ich es wichtig mit den Leuten, also mit dem Onkel oder Tante oder Bruder oder Freund zu reden. Ja, da gibt es auch Apps für, drauf sind. Wo man dann. Ich habe das jetzt auch bei dem ganzen nachgucken Corona kann, was man sagt, wenn der Onkel was sagt. Viel gemacht, dass ich eben dann in meinem Bekanntenkreis mit Leuten geredet habe. Die auch wir gar nicht recht. Twitter sind, haben ja schon einen Dialog gehabt, müssen wir ja dazu sagen. Die, Leuten, die gegen Masken sind und gegen Impfen und so weiter. Die haben einfach eine starke Kritik auch an dem ganzen Gesundheitswesen. Ja, aber da differenziert er auch wieder nicht zwischen Impfgegnern und Gegnern der Corona-Impfung, weil sie ein neuartiger RNA-Impfstoff ist. So, weißt du, die Leute, die RNA-Impfung geil finden und befürworten, sind genau die Leute, die sagen, nee, ich esse kein genetisch verändertes Essen. Und die merken nicht mal, dass sie genau das Gleiche mit ihrem Körper tun, wie mit dem, was sie nicht essen wollen. Also, hey. Es regt mich alles so auf. Wir haben auch das Thema mit dem Psychologisieren ja schon angesprochen gehabt. Also, wir versuchen uns ja beide da zurückzuhalten, aber was der sich da erlaubt an psychologischen Analysen für Fremde, aber also, was für finstere Motive er den anderen Leuten immer unterstellt. Ja, ja, genau, ja. Ja. Ich meine, wir halten den im Grunde genommen ja für eine Art Krypto-Stalinisten, aber ich unterstelle ihm ja eigentlich. Der meint es wahrscheinlich alles irgendwie gut, ja, aber ist halt eben von marxistischer Indoktrination dann. Ich unterstelle ihm. Der merkt ja gerade zum Beispiel diese ganzen Sprünge. Er merkt,
Er sagt ja wortwörtlich, ja, also und die unterteilen die Welt nach Gut und Böse, als würde er das selber gar nicht machen. Ach, und übrigens, den Professor, mir ist der Name zwar immer noch nicht eingefallen, aber den ich kurz angesprochen hatte, der meinte, der hat ein neues Buch rausgebracht, Google Archipelago, auf Solzhenitsyn anspielend, über Vogue Culture. Der ist vom ultraradikalen Marxisten zum Austrian geworden. Und der sagt also rückblickend, Beyond Michael Rechtenwald, so heißt er, Michael Rechtenwald. Beyond Woke ist sein jüngstes Werk. Und haben wir die Zeit, ist hier noch ein bisschen Laber oder soll ich lieber nochmal auf Play? Ach ja, nee, wir können. Also ich habe ja Zeit, also. Ja, ja, aber zur Not wird die sechste Folge halt einfach 2 Stunden, ist mir egal. Ja, aber wenn wir jetzt mit 7 Folgen, dann haben wir die verflixte 7. Nee, wir machen keine 7 Folgen, das ist die letzte. Und wenn die 5 Stunden geht. Ach so, okay. Ach so machen wir das. Ja, okay. Ja, genau. Aber du weißt was, dann drücken wir trotzdem erstmal auf Play. In den letzten, ja. Wenn die Zeit knapp wird, können wir dann immer noch so viel labern, wie wir wollen. Genau. Und die, ups. Ach so, jetzt habe ich schon. Total berechtigt. Ja, aber die wird dann überdreht. So, und da finde ich es dann wichtig, damit zu reden und denen zu sagen, hier, da sind aber wirklich Rechte, die das Ganze instrumentalisieren und so weiter. Oder auch selber mit Rechten reden, also mit Leuten reden, die rassistische Einstellungen haben oder abwertende Einstellungen haben zu Hartz-IV-Empfängern oder sexistische Einstellungen haben. Oh. Da finde ich schon wichtig, mit denen zu reden, weil was soll man sonst machen? Man muss ja mit denen reden und dafür ist ja die Demokratie auch da. Ja, und deswegen muss man auch mit Linken reden. Nochmal, damit sie nicht mal ökonomische Bildung bekommen. Fragen, also bei Sendungen wie du die machst, da würde ich sagen, das lehne ich nicht ab. Generell, da ist dann die Frage, wie man das macht. Und da geht es dann, das ist dann auch abhängig von den Leuten, die das Gespräch führen. Das kann man dann besser machen oder schlechter machen. Aber da ist es dann wichtig, sich viel Zeit zu nehmen. Mehr Gesprächsführer in meinem Sinne. Deswegen, weißt du, wenn man sich da mit diesen Bewegungen mal auseinandersetzt, ja, zum Beispiel mal Black Lives Matters, ja, wo die Gründerinnen ja erzählen, da gibt es ja die YouTube-Videos, ja, wie sie also trainierte und geschulte marxistisch-leninistische Revolution, Aufruhrführung etc. pp. Sein Lager ist ungeschlagen in dem Bereich, den er jetzt den paar Hanseln vom Mises-Institut da irgendwie in die Schuhe schieben will. Ja. Ja. Die würden mit den fiesesten Tricks und mit Fahnen und was weiß ich was alles, es ist, ja, aber das ist für den ist das die absolute Realität. Mhm. Ja, drück mal wieder auf Play. So, und dann nicht einfach das kurz abzuhandeln. Habe ich auch gemerkt, also so nach einer Dreiviertelstunde fällt die Maske dann. Ja. Also das kann jeder, glaube ich, so eine Stunde durchhalten und danach. Ja, ja und danach und uns, das Ding ist ja auch die Frage, vergasen, ne? Wer kriegt eigentlich Raum? Der sollte uns einladen und mit uns reden. Ist halt echt so. Wir können 6 Stunden mit dem reden. Gleich für ja, genau. Ja. Sondern das... Es gibt bestimmte Gruppen, die weniger Raum haben. Das sind die diskriminierten Gruppen in unserer Gesellschaft. Das sind Netto-Steuerzahler. Migranten, das sind Leute, die keine Lobby haben. Ne, und die AfD, weniger Raum haben. Das sind alles diese neuen Frames und Begriffe, die sie erfunden haben. Die tritt ein. Hättest du nicht so viel Raum, hätte ich mehr Raum. Oder? Ja, wärst du nicht arm, wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm, ne? Ist eigentlich was Physisches, ja? Also, und für uns Libertäre, wenn ich dir deinen wirklichen Raum, deinen privaten Raum bedrohe, dann kann es auch für uns Libertäre durchaus eine Aggression sein, ja? Und die reden hier von völlig nebulösen Raum, kann ja sein, eine Kolumne in der Taz. Ja, und da denke ich dann, okay, auf wo ist denn jetzt der Raum für die Leute, die der jetzt seit 1,5 Stunden kritisiert? Ich meine, gut, Polleit darf für die Welt schreiben, wenn ich mich nicht, für die Welt? Doch, ich meine für die Welt. Für Fokus schreibt er. Polleit schreibt für Fokus.
Ja, unter anderem, der Pollard schreibt generell sehr viel. Ja, das stimmt, ja. Aber jetzt so als Mainstream-mäßig okay. So, ne? Und dann frage ich mich aber, okay, frage ich mich, und weiter? Also, wo sind denn jetzt zum Beispiel die Libertären? Wo sind die klassisch Liberalen im Mainstream? Wird uns denn ein Raum gewährt? Nein. Also, eigentlich, nach seiner Theorie sind wir die marginalisierten, abgehängten Minderheiten, die irgendwie gucken, dass dieser Laden hier am Laufen bleibt, aber wir dürfen uns bloß nicht äußern, wie wir uns vorstellen, wie das hier funktionieren sollte. Ja, also den Laden in seinem Klischee sind wir alle reiche Erben ja. Und halten ja gar nichts am Laufen. Also ich habe bisher noch keinen Cent geerbt. Ich habe mir alles selbst erarbeitet. Also ich habe nichts. Also ich habe immerhin zum Beispiel von meiner Oma eine, weil wir gerade das Thema Reich hatten, eine Münze geerbt mit dem Gesicht vom deutschen Kaiser drauf. Und glücklicherweise war die eben aus Gold. Also das Gesicht des deutschen Kaisers spielt jetzt heute keine so große Rolle mehr für den Wert der Münze und auch nicht, dass das 20 Reichsmark draufsteht, sondern Gold war der Punkt. Aber immerhin, der Kaiser hat sein Gesicht wenigstens auf Gold und nicht auf Papier gedruckt. Ja, stimmt, ja. Also ja, aber das muss man aber auch mal anerkennen. Ich verstehe das halt nicht, weil er kritisiert halt wirklich uns als Gruppe, als Anarchokapitalisten oder was auch immer, wie wir uns bezeichnen wollen. Und sagt dann aber im Prinzip, wir wären ja eigentlich die Unterdrücker, aber eigentlich kann man ja kein Unterdrücker sein, wenn man nicht eine Mehrheitsposition hat, weil sonst wären ja auch Schwarze Unterdrücker, wenn sie Weiße unterdrücken, aber Schwarze können ja keine Unterdrücker sein, weil sie keine Mehrheitsposition haben. Also es ist irgendwie alles Es wird ja auch situativ halt, angepasst. Ne? Es wird situativ angepasst. Es ist hier zum Thema Exkurs. Es ist eine Art Wahn. Und Dämonen hieß zum Beispiel eben ein Roman von Dostojewski, war bezogen auf ein reales Vorbild vom Lenin. Es war ein Bekannter vom großen Bruder vom Lenin, der ja auch schon Revolutionär war und oder Anarchist, wie man damals noch sagte, der Sergei Nechayev, der hat einen Katechismus des Revolutionärs verfasst. Das Dokument muss man sich einfach mal reinziehen, entweder als YouTube vorgelesen oder den Text. Das sind Besessene. Also die sind besessen vom Glauben. Entweder es gibt die, sagen wir mal, da würde ich zum Beispiel den Herrn Kemper dazu zählen, der sieht sich selber, es gibt zwar keinen Gott, aber wir müssen selber herausfinden, was das Böse ist. Und ich selber bin auf jeden Fall ein Guter, das weiß ich doch, weil ich habe nicht viel Geld oder was weiß ich. Und ich bin ein netter Kerl. Und also ich bin auf jeden Fall kein kapitalistischer Ausbeuter und ich kümmere mich doch um Frauen oder denke über die nach oder was weiß ich was. Hier weiter gegen Antifeministen. Und deswegen, also der stellt es ja gar nicht. Er ist ja die kritische zentrale Instanz, die jetzt über gut, aber ich laber schon wieder zu den und er wäre nie fertig. Ja, er hat immer noch fucking 19 Minuten. Okay, wir versuchen es nochmal. Für Reiche, die tritt ein für Männer, die tritt ein für die traditionelle Familie. Das heißt, die AfD und andere rechte Parteien treten böse traditionelle Familie. Privilegierten. So. Und wenn die dann auch noch mal extra Raum kriegen als neue Partei, dann bedeutet das ja, dass die anderen Positionen noch weniger gehört werden. Deswegen habe ich da auch noch mal so ein Gerechtigkeitsding, wo ich mich frage, wieso soll jetzt schon wieder Gauland was sagen? Wieso soll Beatrix und Storch was? Warum soll die... Die sind ja omnipräsent in den Medien. Ja, der kommt jetzt wieder mit seinem... Sie sind privilegiert, sie haben keine Meinung zu haben. Oder nicht in der Öffentlichkeit stattzufinden. Was meinen Rechte, wenn sie vom linken Faschismus sprechen? Oh, linker Faschismus. Oh, da könnten wir jetzt auch nochmal ausholen. Da denke ich, das können eigentlich Leute wie Höcke nicht so gut machen. Ne? Das ist gefährlich, wenn die das machen, für sich selber gefährlich, weil die wollen ja eigentlich Faschismus. Ne? Und Faschismus ist ja ein Begriff von denen. Die können sich momentan nur nicht dazu bekennen, weil eben der Faschismus verbrannt ist als Begriff. Also in Italien ist es anders. In Italien. Warum ist eigentlich Kommunismus und Sozialismus noch nicht verbrannt? Ja, klar, die
Das, Marxismus? Weil das ist ja ein Begriff von denen. Das hat ja auch die Tradition. Mhm. Ja, also da lohnt sich vielleicht doch mal wieder ein kleiner Einschub. Also grundsätzlich hier mit Italien und so weiter, alles korrekt. Aber, jetzt habe ich den Screenshots. Ich habe so viele offen jetzt gerade. Weil wieder Sloterdijk. Ah, hier. Selbes Buch. Die ingeniöse Selbstdarstellung des Linksfaschismus als Antifaschismus wurde im gesamten Einflussbereich des Stalinismus und darüber hinaus in der neuen Linken zum vorherrschenden Sprachspiel der Nachkriegszeit mit Langzeitwirkungen, die sich bei dissidenten Subkulturen des Westens, namentlich in Frankreich und Italien, bis in die Gegenwart verfolgen lassen. Man sagt nicht so viel, wenn man die Flucht der radikalen Linken in den, in Anführungszeichen, Antifaschismus als das erfolgreichste sprachpolitische Manöver des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Dass es die Quelle hochwillkommener Konfusionen, also Verwirrungen, war und blieb, versteht sich aus den Prämissen, also aus dem Vorhergesagten. Also es ist wirklich nur, man kann es wirklich runterbrechen eigentlich ist es synonym mit böse, faschistisches böse, ausgrenzen, antifeministisch, anti, was weiß ich, was alles Minderheiten, strukturell rassistisch, blablabla, also die Verteufelung, die er dem Gegner vorwirft. Also es ist unfassbar und er erklärt das ja da als ja. Ja, ah. Ja. Also wenn Leute wie Höcke von einem linken Faschismus sprechen, dann ist das eher was geht nicht. Ja, das ist ein Eingeständnis, dass der Begriff verbrannt ist und dass Faschismus jetzt für das Böse steht. Also, was ja, anderes ist, ja auch ist so. wenn Leute wie Meuthen oder oder Weidel, also wenn diese Wirtschaftsliberalen vom linken Faschismus sprechen, weil die sagen dann, okay, es gibt halt einen rechten Faschismus und es gibt einen linken Faschismus und das sind beides diese Kollektivisten, ne? Und dann ist halt Kollektivismus ist dann halt das Böse und der ist dann einmal links ausgeprägt, einmal rechts ausgeprägt und letztlich ist dann halt der Nationalsozialismus auch nur eine bestimmte Spielart von Sozialismus. Ne? Das wird dann das können sie ja gar nicht haben. Ne? Da würde ich ihm zustimmen. Da macht ja, das, aber er stimmt sich halt selber nicht zu. Das ist ja Widerspruch in sich, oder? Nee, Moment. er wirft und ich meine, er stellt zwar fair dar, wie wir das jetzt sehen, würde ich mal sagen. Ja, aber für ihn ist das ja völlig absurd, wie wir das sehen. Ja, genau, ja. Also aus seiner Sicht würde ich ihm nicht zustimmen, aber in den Worten, die aus seinem Mund kamen, denen stimme ich zu, aber wie er es meint, nicht. Ja, also aus Sicht der Thilo Jung, wenn er uns jetzt hören würde, würde er sagen, ja, okay, also die lassen die Maske echt fallen. Ja, genau. Ja. So, an sich, ja, aus meiner Perspektive ne, weil Faschismus und links ist einfach das komplette Gegenteil. Wenn man als links gut unter links, und böse, ist halt die Frage, was versteht man als links und unter rechts, da sage ich, das kommt eben aus der Französischen Revolution, von dem Parlament, genau. Wo dann halt links diejenigen saßen, die emanzipatorisch noch weiter Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wollten und rechts saßen diejenigen, die dann zurück wollten. Und dann bedeutet links eben Emanzipation. Und dann ist es eben das Gegenteil von Faschismus. Ja. Und dann kann es keinen linken Faschismus geben. So. Aber auch aus der Position von Höcke müsste es eigentlich auch ein Widerspruch sein. Ja, aber es kann ja einen linken Faschismus, selbst wenn es ihn nicht gibt, können die Linken ja immer noch faschistische Methoden anwenden, was sie ja tun. Also. Es ist so ein unterirdisches Niveau, da überhaupt. Es kommt doch nicht drauf an, was man erreichen will, sondern wie man versucht, es zu erreichen. So, keine Ahnung. Wenn ihm geht's, was er versucht zu erreichen, ist halt alle politischen Gegner zu diffamieren und wegzubeißen. Ja, wie es eben Linksradikale zumindest seit eh und je machen, seit über 100 Jahren. Ja. Weil er ja eigentlich sowas will wie Faschismus. Und er ist ja eben nicht links. Ja. Gut, gibt es, du hast ja was mit dem Diskursatlas zu tun, gibt es da neue Begriffe in Sachen Rechte, Faschismus, die wir kennen müssen?
Ja, ich mache mit anderen Leuten zusammen den Diskursatlas. Habt ihr euch ein paar neue intelligente oder intelligent wirkende Wörter ausgedacht? Antifeminismus zum Thema Antifeminismus. Mhm. Den könnte man auch ausweiten zum Thema. Der macht das beruflich, neue Begriffe erfinden. Klassismus, Diskursatlas, Faschismus. Mhm. Das ist, wir haben den jetzt erstmal eingeschränkt auf nur auf diesen Antifeminismus. Aber viele von diesen Begriffen sind halt übertragbar, weil es eben um Diskurskoalitionen geht, die also auch Höcke spricht dann von Umerziehung, auch christliche Fundamentalisten oder Krall spricht auch von Umerziehung, Frühsexualisierung, das sind Begriffe, die teilen die. Ja, das sind auch Leute, die halt jetzt nicht in erster Linie gegen Frauenrechte auftreten, sondern in erster Linie rassistisch sind oder in erster Linie privatisieren wollen. Die teilen auch dann. Das ist ja fast dasselbe. Ja. Neue Begriffe. Es geht da sehr langsam voran. Es ist halt nicht wie bei Wikipedia, wo ständig neue Artikel geschrieben werden. Wir sind erstmal wenig Leute und es läuft ja so, dass wir nur dann neue Begriffe aufnehmen, wenn wir die durch Zitate auch belegen können. Und dann muss eine Begriffsgeschichte auch dazu geschrieben werden und eine Beurteilung dieser Begriffe. Deswegen geht das sehr langsam. Aber eine Beurteilung aus links radikaler Sicht. Wie sieht es mit dem Thema Klassismus aus? Da hatten wir ja letztes Mal auch drüber geredet. Gibt es da was Neues bei dir? Klar, also ich bei mir persönlich. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erklären, was nochmal Klassismus ist. Ist den meisten, glaube ich, nicht so ein Begriff. Genau, Klassismus ist sowas wie Rassismus, aber nicht auf Rasse, in Anführungszeichen bezogen, sondern auf Klasse bezogen. Das heißt Diskriminierung aufgrund von Klassenpositionen, von Klassenherkunft, also Menschen mit einer niedrigen sozialen Herkunft, wenn die deswegen diskriminiert werden, eben weil sie ArbeiterInnenkinder sind, dann ist das Klassismus. Mhm. Oder wenn Obdachlose ermordet werden, weil sie Wo gibt es das, dass Obdachlose ermordet werden, weil sie obdachlos sind? Zeig mir zwei Fälle oder so, oder? Ich war noch gedanklich bei seiner Definition von Klassismus gerade. Kannst du dich erinnern an das, was der Sloterdijk, in welcher Folge auch immer ich das da mal vorgelesen habe? Ja. Und er erklärt es ja sehr schön, wie ihr das seht. Also die Unterteilung der Welt nach Opfer- und Täterklassen. Obdachlose sind passiert, dann ist es Klassismus. Oder wenn Arbeitslose halt, wenn da von den, wie hat er noch gesagt, von der hässlichen Plage. Aber sieht er jetzt Arbeitslose als eine Klasse an? Also kann ich theoretisch meine Klasse wechseln durch ein Schicksal, zum Beispiel, dass mein Arbeitgeber insolvent geht oder so? So. Da müsstest du ihn konkret fragen. Also im ganzen Podcast erklärt er relativ, er kritisiert ja. Ja, also, er definiert ja aber keine Begriffe, also von daher. Er hält sich ja für einen Wissenschaftler und sein Jargon ist also die Fachsprache. Die Kommunisten, wenn ich jetzt mein Aluhut auch mal aufsetze, so wie er ja irgendwie vermutet, dass im Grunde genommen, je nachdem, wie du Verschwörung definierst, ja, wir Libertären sehen ja die Realität als eine riesige Verschwörung der Etatisten. Weil wir sind, wir stellen einfach fest in der Realität, wir sind irgendwie die Minderheit, weil es irgendwie wahnsinnig umstritten ist, dieses Nicht-Aggressionsprinzip offensichtlich. Ja. Wir sehen, also ich persönlich, weil ich eben das ja privat etwas erforscht habe, da das Thema, stelle halt fest, okay, also so linke Fanatiker, um auch mal die Terminologie zu benutzen, agitieren seit Ewigkeiten und er hier agiert genauso wie diese Fanatiker, stellt es aber völlig auf den Kopf. Mhm. Wenn der Parasitenklasse gesprochen wird, dann ist es auch Klassismus. Ne? Strukturellen Klassismus. Rassismus gibt. Latenten Rassismus. Das ganze Schulsystem, was wir haben. Latenter Klassismus. Frühen sozialen Selektionen. Institutionell. Und das Schulsystem ist halt immer noch nicht auch die Sprache, die wir politisch haben, korrekt genug.
klassistisch. Also es gibt auch noch. Wie, du willst nicht mit Frauen mit Pimmel schlafen? Bist du etwa transphob? Hier geht es gerade konkret um die genau, Schule. Um die Schule, die also immer noch klassistisch und, unterdrückend sei. Für mich ist die Beschäftigung die heutige Grundschule. Guck dir mal an, wie viele Förderprogramme es für Mädchen gibt. Wie gut Mädchen eigentlich benotet werden, das war ja schon zu meiner damaligen Zeit so, dass ich gedacht habe, so, ey, Mädchen werden besser benotet als Jungs. Einfach nur, keine Ahnung, weil sie Mädchen sind oder so. Weil die Leistungen waren jetzt nicht herausragend besser als die von Jungs. Und also beim also gerade im Schulsystem gerechtfertigt. Gerade im Schulsystem würde ich sagen, sind Frauen bzw. Mädchen bevorzugt. Also tendenziell also, ja, aber auch also es kann also da brauchen wir nicht über Sexismus im Schulsystem zu reden oder so. Es ist total. Es ist wirklich also nach dem, was ich inzwischen alles selber, was ich eben gerade nicht im staatlichen Schulsystem gelernt habe über ja über die den langen Marsch durch die Institutionen, es ist wirklich genau andersrum, als der das darstellt. Mhm. Das ist echt spooky. Populisten auch eine Form von Antifaschismus, weil die ja eben die bestehenden Klassenverhältnisse, die wir haben, zum Nachteil von Ärmeren noch weiter ausweiten wollen. Ne? Die wollen ja dann komplett Sozialhilfe abschaffen und das ist ja klassistisch. Ne? Und deswegen beschäftige ich mich halt mit diesem Teil. Und bei der AfD denke ich eben, bei diesen drei Strömungen, die haben, bei dem Flügel, bei dem Höckeflügel, bei den Meuten, bei dieser Meutenströmung und bei den christlichen Fundamentalisten, die sind alle drei Strömungen weitgehend diskriminierend gegenüber allen möglichen Gruppen. Mhm. Aber die haben immer auch so ein Hauptagitationsfeld. Ne? Und das Hauptagitationsfeld von dem Höckeflügel ist eben Rassismus. Das Hauptagitationsfeld von den christlichen Fundamentalisten ist dann eher dieser Genderismus, dieser Genderwahn. Also da geht es eben um Schwule, Lesben, um Abtreibung. Also da geht es in Richtung Sexismus. Und das Hauptagitationsfeld von Leuten um Meuten und Weidel ist dann in erster Linie Klassismus. Also gegen Sozialhilfe, gegen Erbschaftssteuer und so weiter. Das wären dann wir quasi, oder? Ja, also wir sind definitiv Klassisten. Nach seiner Definition. Wir wären in der Weidel-Meuten-Schublade wahrscheinlich. Wobei wir ja eigentlich darauf hinarbeiten, dass es selbst den untersten Klassen besser geht. Natürlich. Als heute. Aber staatliche Sozialhilfe abschaffen ist gleich, man will arme Kinder verhungern lassen. Ja. Und so. Ja. Achso, und bei Klassismus noch wichtig, ich habe ja jetzt nur von mir gesprochen, da tut sich gerade sehr viel, also ist jetzt gerade nur das Buch rausgekommen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Gemeinsam gegen Klassismus heißt das, glaube ich, das ist so ein antiklassistisches Buch mit ganz vielen Beiträgen von Leuten, die sich halt positionieren gegen Klassismus, die sagen, wie man halt was gegen Klassismus machen kann. Hier ist so eine Zuschauerfrage von Frank. Ist Ost-West-Klassismus? Also Ostdeutschland, ja. Westdeutschland? Ist das eine klassistische Frage? Da spielt Klassismus auf jeden Fall eine Rolle, ne, weil allein schon, wenn man sich anschaut, wo sind die Millionäre oder wer erbt wie viel? Ne, es wird die Erbschaften im Osten sind sehr viel geringer als die im... Digga, das ist aber auch historisch bedingt. Im Osten gab es halt praktisch kein wirklicher Besitz oder Großbesitz oder irgendwas, was man hätte vererben können. Dementsprechend gibt es natürlich im Osten heute immer noch Leute, die weniger vererben als im Westen. Also, Digga, es liegt am Sozialismus. Es liegt ja am Sozialismus, den er haben will, dass da keine Leute Geld vererben. Also. Ja, ich meine, alles, was er sagt, beweist einfach nur, wie schwammig, wie es halt gerade passt, wird es halt gerade mal so und so genannt. Also, ja.
im Westen und die ganzen Millionäre leben halt. Das sind die Ossis, die unterdrückten gerade. Ja, warum sind denn im Westen die ganzen Millionäre? Hatten die eine freie Marktwirtschaft im Gegensatz zum Osten? Herr Kemper. Im Westen, das heißt. Das Buch meines, ne? Genau. Das heißt, die Unterschiede sind sehr viel größer, was Armut und Reichtum angeht. Wir hatten letztens Marcel Fratscher, 94% aller Millionäre in Deutschland und Milliardäre leben in Westdeutschland. Genau, und das bricht sich dann so runter. Ne? Das heißt, es gibt einen direkten Klassismus. Kann ich gar nicht verstehen. Ossi wäre jetzt meiner Meinung nach nicht direkt ein klassistischer Begriff, aber da spielt Klassismus eine Rolle. Ja, ich denke, wenn man nach deiner Definition wäre das in halt, meiner Sicht aber schon ein klassistischer schon Begriff. Auch, also auch so ein Denken mit, die haben auch weniger Geld. Oder, da spielt Klassismus schon eine Rolle, ist die perfekte Laberantwort. Also, er ist ja beruflich ja Klassismus-Entdecker. Ja, genau. Ja. Organisieren, intervenieren. Nee, Klassismus-Erfinder ist er. Genau, und? Brigitte Teißel. Genau. Gut, das ist jetzt und unsere diffamatorische, rechtspopulistische Sicht. Gerade raus, ich habe es noch gar nicht, obwohl ich mitgeschrieben habe. Ne, deswegen habe ich den Titel auch nicht parat. Ist jetzt, wird gerade ausgeliefert. Gut, zum Schluss noch zwei Fragen. Zum Schluss. Du sollst mal was zu Ernst Bloch sagen, warum du dein Lieblingsphilosoph ist. Und warum zum Beispiel Leute jetzt, die zuschauen, sich damit beschäftigen sollten. Mhm. Ernst Bloch, manchmal bleibt man ja hängen. Ich habe mit 16 angefangen, Ernst Bloch zu lesen. Mhm. Ich habe nichts verstanden und fand das so faszinierend, dass ich verstehen wollte. Du hast auch heute noch nichts verstanden. Achso, Ernst Bloch ist aus dem 19. Jahrhundert, aber also er hat sich damals mit dem Kaiserreich rumgeschlagen und hat sich dann aber auch in den 70er Jahren mit Atomkraftwerken rumgeschlagen. Das heißt, er ist sehr alt geworden und war in verschiedenen Gesellschaftsformen aktiv. Er ist dreimal aus Deutschland geflohen, einmal ist er aus dem Kaiserreich geflohen, als Kriegsdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg. Dann ist er halt geflohen als jüdischer, marxistischer Philosoph, um halt von den Nazis nicht umgebracht zu werden. Ist dann Bloch, halt den ich vorhin erwähnt habe. In die DDR, weil er sich erhofft hat, dass in der DDR was Neues entsteht. Und ist dann in 50er Jahren. Er ist aus der DDR geflohen. Fand Sozialismus gar nicht so geil, ne? Regierenden Investoren. That's not real socialism. Und da, der hat das Hauptwerk-Prinzip Hoffnung geschrieben in der Nazi-Zeit, als viele von seinen Bekannten ermordet wurden, als es wirklich sehr düster war, hat er eben das Prinzip Hoffnung geschrieben. Ja, das ist halt wirklich traurig, ne? Aber es ist halt Etatismus, ne? Du, zu der Zeit hat der Arthur Koestler Sonnenfinsternis geschrieben. Und der Arthur Koestler war auch Marxist etc., aber er hat wenigstens was daraus gelernt. Mhm. Ja. Sollte man das als erstes lesen, wenn man Bloch jetzt lesen will? Das Prinzip Hoffnung? Nee. Oder hast du einen Lesetipp? Als Lesetipp würde ich Tübinger Einleitung in die Philosophie. Das ist dünner. Prinzip Hoffnung sind 1400 Seiten. So. Kann man aber auch lesen. Also Ernst Bloch ist nicht so schwer zu verstehen wie Adorno zum Beispiel. Mhm. Also man kann Ernst Bloch lesen. Man muss ein bisschen Geduld haben, weil er leitet immer seine Artikel ein mit sehr dunkel. Ne, und dann erklärt sich das aber später. Ne, Ernst Bloch kann man auch alleine lesen. Also bei Adorno oder Marx, denke ich, oder Hegel, wäre es wichtig, mit anderen Leuten sich auszutauschen, wie man das interpretieren soll. Aber Bloch kann man auch alleine lesen. Gut, und letzte Frage von den Zuschauern. Ist Donald Trump ein Faschist? Würde ich nicht sagen. So, ich denke halt, man muss ganz genau sein bei den Begrifflichkeiten. Und tut er schon wieder so. Also, als wäre er ganz wäre genau. Wichtig, dass, ja, aber er schwitzt dabei. Er wischt sich den Schweiß von den Händen. Es ist ihm eigentlich ganz unangenehm. Spul mal zurück, weil jetzt versucht er es ja gerade nochmal zu erklären, was Faschismus sei. Ja, Sekunde. Wenn er es mal schon macht. Donald Trump, Faschist. Ja, also. Würde ich nicht sagen. So, ich denke halt, man muss ganz genau sein bei den Begrifflichkeiten. Und beim Faschismus wäre wichtig, dass diese Revolutionsvorstellung ist da sehr wichtig. Ne? Das hat gesagt, wir müssen jetzt ein ganz neues Volk oder das Volk, was es gibt, muss einzigartig. Das muss es sagt ein Marxist, dass es einzigartig ist für oder
im Wesen, oder Revolution, heißt, reden ja nur die Faschisten von, gell? Ja, ja, eine Revolution geben und darauf Revolution. Ja, das macht Trump nicht, das, sondern der zieht ja seine Politik durch. Das macht Trump nicht, ne. Das passt und halt genau auf schlimmer. Die Linken. Das kann, also ich spreche dann auch von der AfD davon, dass es eben faschistische Tendenzen gibt, ne? Dass die halt faschistoid sind oder dass die oder keine faschistische Partei. Genau, die AfD ist auch keine faschistische Partei, meiner Meinung nach. Zum einen von der Analyse her ist es keine faschistische Partei, aber auch von der Strategie wäre es nicht so gut, die als faschistisch zu bezeichnen, weil man dann die Sollbruchstellen innerhalb der AfD, also die, wo die sich ideologisch unterscheiden. Überleg dir mal, was der da gerade sagt. Also wie strategisch, ja, also es kann auch sinnvoll sein, irgendwie strategisch irgendwas zu benennen, weil es dann ja, möglicherweise genau, ja, dem politischen Gegner schadet. Ja, ja oder nützt. Ja, oder ja, nützt oder was auch ja, immer. Also jedenfalls, also es ist das Gegenteil von Wahrheitssuche. Das ist ein ständiger Kampf. Und so sieht er es, das ist sein ja, Weltbild, was er auf uns projiziert. Nicht auseinanderdividieren kann. Oder wenn man sagt, das sind alles Faschisten, dann würde das ja heißen, dass auch die Leute um Krall oder die halt so den Staat komplett abschaffen wollen. Da sind wir wieder von der AfD zu Libertären. Halt einen starken Führerstaat haben wollen. Da finde ich es dann wichtiger zu unterscheiden und sich auch klar zu machen, was heißt das, wenn man den Staat komplett abschaffen will, aber dann gleichzeitig ein Unternehmen hat, die mit Privatpolizei haben, Privatknäste haben. Das haben wir ja zum Teil auch schon. Mhm. Also auch die, wie heißen die, G4S heißen die, glaube ich, sieht aus wie Gas geschrieben, also G4S. Das ist eine Sicherheitsfirma, die hat jetzt das erste Privatpräsidium, Polizeipräsidium in Großbritannien aufgezogen. Die haben da keine Rechte, Leute festzunehmen, aber den Rest, alles von Computern über alles Mögliche organisieren die. Mhm. Die haben Abschiebelager in Österreich, was sie betreiben, und sie haben Privatknäste zum Beispiel auch in Südafrika, und BBC hat denen vorgeworfen, dass sie in Südafrika in diesen Privatknästen foltern würden mit Injektionen, mit Elektroschocks. Und G4S arbeitet als Sicherheitsfirma zusammen mit Degussa Goldhandel, weil Degussa Goldhandel ja als Goldfirma auch Sicherheitskräfte braucht. Hm. Und wenn man also sich dann Degussa überlegt, als Kunde, okay, wie könnte sich so eine Zusammenarbeit dann später in so einer Privatrechtsgesellschaft du hast bestimmt auch schon mal bei Amazon bestellt. Privatknäste, die es keine Überwachung gibt, wo es keine Menschenrechte gibt, wo es und das ist dann nicht faschistisch. Mann. Das ist aber, was Menschenrechte angeht und was Demokratiefeindlichkeit angeht, von der Menschlichkeit her genauso brutal. Und deswegen finde ich von der Menschlichkeit her, okay, es gibt faschistische Kräfte in der AfD. Die AfD sorgt insgesamt dafür, dass diese faschistischen Kräfte stärker werden. Zum einen, indem die halt da dieses braune Gärbecken haben für den Höckeflügel, wo die größer werden können. Zum anderen, weil die AfD insgesamt antifaschistisch agitiert. Aber es gibt eben auch noch andere Kräfte, die auch antifaschistisch agieren. Ja, habe ich auch so verstanden. Die Privatrechtsgesellschaften, würde ich sagen, genauso schlimm sind oder genauso schlimm werden können wie Faschismus. Oder auch wie dieser christliche Fundamentalismus, der auch nicht ohne ist. Ne, da, alles dasselbe. Würde ich halt differenzieren. So. Ach so. Ja, okay, auch bei Trump würde ich dann nicht sagen, er ist ein Faschist, aber... Hat er denn Tendenzen oder gibt es genau, so Anhaltspunkte? Genau, es gibt Tendenzen, die in Richtung Faschismus gehen. Welche wären das? Ja, so ein, überhaupt nicht mehr rational zu sein. Ja, überhaupt nicht mehr an Wahrheit als ob Trump zu sein. Nicht rational wäre. Das ist so. Ich weiß gar nicht, um wen es gerade geht. Ja, das ist dieser Glaubensfanatismus, der im Faschismus eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist dieses auch der Rassismus, der da sehr wichtig ist. Könnte jetzt jeder um jeden Beliebigen gehen, den er halt nicht mag. Ja, das ist diese Führerfixiertheit auf Trump, ne, dieser Führerkult. Ah, Trump, ja, okay. Das geht alles schon in so einer. Dieser Führerkult, Richtung, ja. Und auch der ganz starke Biden-Fixiertheit ist dann kein Führerkult, ja, oder was? Er sagt ja auch, wenn er wiedergewählt wird, wird die Antifa verboten. Also, das heißt, antifaschistische Kräfte werden verboten. Das ist kein Faschismus, aber das ist. Nein, nicht antifaschistische Kräfte, sondern die Antifa, Faschismus, die Terrorgruppe. Antifaschismus verboten. Die kommunistische Kampf. Ich denke, du differenzierst, das ist die Gefahr. Mann, ey. Ansonsten würde ich sagen, Trump ist Trump. So, das ist ein.
Einzelfänomen, aber es steht ja nicht alleine, sondern es gibt da eben diese ganzen Tendenzen und das fing ja an. Und da sind wir auch wieder bei den Libertären in den Vereinigten Staaten, mhm. bei diesem Mises-Institut von Ron Paul, der es mitgegründet hat, der die Tea Party-Bewegung gegründet hat. Okay, Sekunde, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. Ja. Aber Ron Paul hatte, also Ron Paul habe ich doch vorhin schon mal erwähnt. Ja. Okay, also fast Ron Paul müssen wir es nicht nochmal groß aufmachen. Nee, das müssen wir nicht nochmal groß aufmachen. Damals, der quasi für diese Tea Party-Bewegung steht und die Tea Party-Bewegung, die haben damals gegen Steuern, gegen Gesundheits-, gegen Krankenversicherung, gegen Obama und dass Trump so stark ist, hat eben auch mit den Vorläufern der Tea Party. Also nur Libertäre, so. Die nicht wollen, dass der Staat noch größer wird, weiß man da schon mehr. Zur Tea Party. Es gibt online ein Video. Ich habe 2017 eine Straßburg Tea Party mitorganisiert mit Ron Paul Fans zusammen. Dafür gibt es immer noch Videos bei YouTube, weil es eben No Taxation Without Representation symbolisiert. Ja. Und danach kam dann erst die Tea Party Bewegung auf, die noch relativ viel mit Ron Paul, mit dem libertären Movement zu tun hatte. Und für Linke war das sowieso alles nicht links und deswegen böse. Und von den Rechten, die jetzt auch ins Libertäre stören, also etatistische Rechte, ist es dann erst im Laufe der Zeit unterwandert worden. Und grundsätzlich hatte Ron Paul selber mit der Tea Party, der hatte ja mit seiner eigenen Kampagne nicht so viel zu tun. Mhm. Die Ron Paul Revolution war eine reine Graswurzelveranstaltung und er als präsidentschaftspotenzieller Kandidat hat sich ja sogar bei den Graswurzelleuten bedankt. Also, aber das Thema ist ja leider nie dargestellt worden, neutral in den deutschen Medien. Und aber die Darstellung, das ist also auch Ron Paul, ein ultraradikaler, evangelikal, religiös Fanatiker sei, das ist also auch mal wieder, also das glaubt wirklich nur, wer Ron Paul nicht kennt, also sich noch nie mit dem beschäftigt hat. Die Partybewegung zu tun und die kommen wiederum aus diesen libertären, Anführungszeichen, also neoproprietaristischen Gruppierungen. Neoproprietaristisch gibt es schon. Idiotär. Also gerade waren wir proprietär, sind wir schon neoproprietär. Lateinisch. Sakralisch. Proprius, Eigentum, meint auch Idios. Das wiederholt er sich aber wirklich. Privat und Eigen und Idiotär lässt sich leichter aussprechen. Idiotes ist der, Idiotes ist der Privatmann im Altgriechischen. Jetzt kommt ja gerade ernsthaft sein Statement, wo er dafür plädiert, das habe ich irgendwo sogar mal gelesen, oder hat es irgendwo mal gesagt schon mal oder geschrieben. Da habe ich ja auch Twitter mit ihm sogar schon drüber debattiert. Genau, da hat er mich ja aufgezogen, weil ich ja so einfach nur erwähnt habe, das Idiot ist eigentlich Privatmann heißt und es gibt schlimmere Begriffe. Und er will ja tatsächlich durchsetzen, dass man also nicht mehr libertär sagt und auch nicht mehr anarchokapitalistisch, weil wir angeblich ja gar keine, sondern idiotär. Wir sollen also die idiotäre Bewegung jetzt dann werden, nehme ich an, aus der Sicht des Soziologen. Dem Vorteil nochmal gegenüber Proprietarismus, dass eben da auch nochmal klar wird, wie dumm das eigentlich ist. Das ist ein schöner Schluss. Privatmann gleich dumm, gleich Idiotär gleich Privatmann gleich dumm. Das hören wir uns jetzt am Stück an, wie er erklärt, wieso Idiotär die richtige Bezeichnung für uns jetzt hier zum Beispiel ist. Sind nur ein paar Sekunden. Ja. Spielst du schon ab? Nee, ich warte, dass du zurückspulst. Ah. Warte. Ja. Soll ich einfach da rumklicken? Nee. Ich mach nochmal. Der die Tea Party-Bewegung gegründet hat damals. Ja. Der quasi für diese Tea Party-Bewegung steht und die Tea Party-Bewegung, die haben damals gegen Steuern, gegen Gesundheits-, gegen Krankenversicherung, gegen Obama und Verstaatlichung. So stark ist, hat eben auch mit den Vorläufern der Tea Party-Bewegung zu tun und die kommen wiederum aus diesen libertären, Anführungszeichen, also neoproprietaristischen Gruppierungen, die ich idiotär nenne, weil wegen idiotär meint das Gleiche, das Form von Idios, privat, wie lateinisch. Proprius,
Eigentum, meint auch Idios, griechisch privat und eigen, und Idiotär lässt sich leichter aussprechen und hat den Vorteil nochmal gegenüber Proprietarismus, dass eben da auch nochmal klar wird, wie dumm das eigentlich ist. Ist natürlich macht Sinn, Sinn, oder? Andreas, vielen, vielen Dank für das. Das ist halt echt das, was ich sage. So, ja, Idiotär, Idiot gleich dumm. Ja. Also privat. Privat gleich Idiotär. Und zwar in einem Jahr nochmal reden, vielleicht gibt es ja viele Neuigkeiten noch, was ja auch der Wahlkampf nochmal bringt. Und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern, die jetzt live zugeguckt haben und die sich das jetzt nächste Woche angucken, in einem Monat. Ich meine, unser altes Interview wird immer noch regelmäßig. Unsere Dinge sieben Stunden gucken. Wenn er wüsste, dass er Zuschauer hat, Zuschauen, die und sich... Wie ihr merkt, es gab leider kein Jung- und Naiv-Wasserzeichen heute, es gab keinen Bauchbinden und deshalb gibt es jetzt leider auch keinen Abspann. Dafür Mist. Entschuldigung, beim nächsten Mal machen wir das wieder. Danke. Ciao. Danke auch. Ciao. Ciao, Jungs. Also nächste Mal bitte mit uns. Ja? Also ich habe ihm jetzt letztes Mal gespendet. Ich möchte jetzt gerne als Produzent im Abspann aufgeführt werden, ja. Du hast Thilo Jung gespendet? Nein, natürlich nicht. Aber das verspricht er ja seinen Spendern und jetzt hat er ja einfach sie vergrämt. Ach, darum geht's. Ja. Ich schaue ihn ehrlich gesagt nicht so oft, muss ich gestehen. Ja. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben auch nur 10 Stunden gebraucht. Wie lange ist die letzte Folge? Die letzte Folge ist jetzt 1:10. Wow. Und ey, insgesamt, wir haben unseren Rhythmus gefunden. Die ist genauso lang wie alle anderen. Ja, echt. Aber Real Talk, wir haben jetzt gerade 10 Stunden gebraucht. Moment, die 6. oder die 7. 19 Uhr bis 24 Uhr sind 5 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin so. Und wir haben jetzt 5 Uhr. Durch. Wir haben gerade 10 Stunden miteinander dieses Video besprochen, beziehungsweise natürlich Vorbesprechung und so weiter. Alter. Und wie viele Folgen haben wir jetzt? Das ist jetzt die Folge 6. Also wir haben eine Hexalogie geschafft. Ja, wir haben die Hexalogie geschafft. Korrekt. Wahnsinn. Das ist episch. 1:10, das heißt, wir haben noch locker Zeit, 5 Minuten ausklingen zu lassen oder so. Auf jeden Fall, ja. Das war jetzt echt ein Abenteuer. Und ich meine, die Zuschauer hören ja nur, was wir eben nicht rausgeschnitten haben. Also sprich, unsere Pausen kurz mal noch. Also im Prinzip schneiden wir ja gar nichts raus. Die Pausen sind ja sowieso schon raus. Ja. Und ja, eigentlich braucht man gar nicht so viel rausschneiden. Es war wirklich ein Abenteuer. 10 Stunden. Aber ich bin echt überrascht. Wir müssen wirklich diese Fanatiker sein, von denen der Camper spricht, weil also bis um 5 Uhr in der Früh sich. Ja. Für mich ist es ja das dritte Mal. Und ich muss aber sagen, ich bin wahrscheinlich einfach nur total übermüdet, weil ich habe am Schluss hat mich dann doch wieder überrascht, worum es gerade ging, weil ich wusste es auch nicht mehr. Ah ja, da sagt er das und das, weil ja. es ist irgendwie ein riesiger Brei. Einfach, also genau das Gegenteil von Definitionen, was der da bringt. Ja, genau, ja. Und du weißt, also ich bin am Schluss, ich weiß genauso wenig wie vorher, was der jetzt eigentlich genau unter Faschisten versteht. Aber er scheint, also grundsätzlich, so viel nehme ich mit, wir Libertären sind nicht per se Faschisten, sondern möglicherweise in Diskurskoalitionen mit Faschisten, wenn wir nicht aufpassen. Ja, ja. Ja, das ist diese libertär-faschistische Pipeline, von der alle reden. Echt? Reden da alle so? Ja, zumindest diverse Promos und Linken, wie zum Beispiel Sally meinst, is gay oder so. Also du weiß nicht, ob meinst, das ist keine Wissenschaftler ist. Wie Dr. Kemper. Anti-Wissenschaftler. Ja. Also. Ja, abenteuerlich. Ja, das waren echt jetzt 10 Stunden meines Lebens, die ich nicht wieder. Wobei ich bereue es ja nicht. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch zwischen uns und den beiden. Ich hoffe, da, ich bedanke mich auch für deine. Sehr. Ich bedanke mich auch für deine Teilnahme auf jeden Fall. Das war sehr cool. Mein Pleasure. Du warst mit deinem Wissensfundus eine große Bereicherung. Muss ich sagen. Ich hätte ja immer nur gesagt, du hast nicht verstanden. Faden verloren habe, aber. Nee, würde ich sagen, fast gar nicht. Also klar, manchmal geht der Faden verloren. So das, aber es ist bei 10 Stunden jetzt auch nicht so. Ja, so man absurd, muss ja bedenken, ne? Wir hatten ja die ganze Zeit
vor Augen, wie viel Zeit da noch übrig ist. Und jedes Mal, wenn ich angesetzt habe, etwas auszuholen, ist mir eingefallen, Moment, das kann ich in einer halben Stunde auch noch erzählen, weil da kommt ja das Thema schon wieder auf. Aber ja, uns ist beiden immer wieder irgendwas eingefallen und so haben wir es doch immer wieder eingemischt und so sind jetzt eben so und so viele Stunden draus geworden. Ja, Wahnsinn. Ja, und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern oder Zuschauern, je nachdem. Also sprich bei Herrn Kemper und uns bei, beiden. Ja. Genau, bei Herrn Kemper. Wie gesagt, die Einladung zum Gespräch steht. Es wird auch garantiert mehr als 8 Stunden. Ja, bei Herrn Jung bedanke ich mich nicht. Nee, der hat ja nichts dazu beigetragen eigentlich. Der hat ein paar dumme Kommentare, ein paar Lacher irgendwie rausgehauen, aber eigentlich nichts wirklich Diskutables irgendwie. Moment, er hat ihm eine Plattform geboten. Also etwas, stimmt, er hat etwas für Herrn Kemper getan, was er laut fachlicher Einschätzung von Herrn Kemper ja verändern muss. Da müsste ja zum Beispiel jemand wie Herr Kemper dann auch aufpassen, dass das richtig läuft. Wenn ein böser Rechter da mal dabei wäre. Oder ein Nichtlinker zumindest. Das stimmt. Ja, und Krall darf er ja nicht einladen, weil er hat ja schon gesagt, er hat das dem KenFM schon übel genommen. Ja. Und dann muss das natürlich auch dem Jungen übel nehmen, wenn er den Krall einlädt. Und der wiederum ist zwar nicht faschistisch, aber also die Privatrechtsgesellschaft ist so, wie hat er das ausgedrückt? Neofaschistisch oder so. Ja, genauso brutal dann. Genau. Ja. Ach, ja. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer danke an alle, die hier beteiligt waren, also du, Fabio, und an alle, die bis hierhin zugehört haben. Lasst mal was gibt's für Emojis? Gibt's so Dollar-Emojis oder so? Lasst mal ein Dollar-Emoji im Chat, nicht im Chat, in den Kommentaren, wenn ihr wirklich die gesamten 7 Stunden oder was wir jetzt hier gemacht haben, durchgezogen habt. Perfekt. Genau, oder in dem Moment, gibt es irgendwas? Ja, wir müssten irgendein Codewort für jede einzelne Folge, denn wir müssten ja überprüfen, dass wirklich alle 6 geschaut wurden. Ja, eigentlich ja, ne? Aber es wird jetzt auch schwierig, wenn wir sagen, okay, nennen uns das Wort bei Folge 2, Minute 53, weil das kann man ja ganz schnell herausfinden. Und ja. Keine Ahnung. Also Dollarzeichen in den Kommentaren ist auf jeden Fall ein Indiz, dass man sich hier thematisch kritisch... Zumindest kritisch die 6. Folge komplett durchgehört hat. Genau. Ja, cool. Oder, ja. Dann würde ich sagen, ja, fand ich auch. Und hoffentlich wiederholen wir das, aber nicht allzu früh, weil... Ah, nochmal 10 Stunden jetzt in kurzer Zeit. Ich beobachte, also Herr Kemper wird den Kreuzzug gegen den, was auch immer wir darstellen, nicht aufgeben. Also zumindest auf Twitter. Vielleicht freut er sich ja, dass wir ihm jetzt, wir bieten ihm ja auch eine Plattform jetzt gerade eigentlich. Das stimmt, ja. Vielleicht hat er jetzt auch ein paar Libertäre überzeugen können, nachdem wir ihm 10 Stunden eine Plattform geboten haben. Genau, vielleicht haben wir jetzt gerade eigentlich massiv hier unsere Followerschaft irgendwie bekehrt zum Kemperianismus. Ja. Das wäre dann unintended. Das wäre ein gutes Wort, das wir einführen könnten auf Twitter. So, Kemperianismus. Wir bezeichnen einfach jeden als Kemperatisten. Ich habe, als ich mich in Vorbereitung auf die Sendung, auf den Podcast, wo ich natürlich noch keine Ahnung hatte, was das für ein Epos wird, ein bisschen gegoogelt und in irgendeinem Blogartikel über den Kemper stand der Ausdruck herumgekempert und da ging's um Wikipedia, dass da also halt eben gezielt ideologisch motiviert irgendwelche Korrekturen da gemacht werden. Mhm. Also das Wert herum. Aber ich finde, in der Sendung, trotz allem, er kam irgendwie sympathisch rüber eigentlich. Also wie so ein netter... Ja, also ich würde ihn jetzt nicht in den Helikopter stecken, so wenn er mich nicht persönlich angreift.
Nee, ich auch nicht. Um jetzt mal Pinochet wieder auszupacken hier, ne? Weil wir benutzen das ja alle unironisch mit dem Pinochet. Ja, genau. Ich finde das stimmt. Ja echt geil, Leute, über Mittelmeer, nee, wo war das? Über den Pazifik oder so abzuschmeißen. Mhm. Ist so, ja. Wir benutzen also das nicht als Gag oder so, um die zu provozieren. Nee, wir meinen das ja unironisch so. Es ist ja nicht so, dass die uns sowieso alles Mögliche unterstellen. Also, dann, mein Gott, dann machen wir halt Witze drüber. Rechtspopulistischen Ungeheuer. Wir Teufel. Wer jetzt immer noch zuhört, I love Pinochet in die Kommentare. Ja, es gibt Bonuspunkte. Aber okay, jetzt müssen wir echt. Jetzt machen wir echt Schluss. Ja. Das Labern muss ein Ende haben. So. Möchtest du das letzte Wort haben? Nein, bitte nicht. Okay, dann auf Wiederhören und bleibt uns gewogen. Abonniert uns, teilt uns, liked uns. Like mich am Arsch.